Was wir jetzt machen, ist ein kleiner Nachtrag zum Thema Extremwerte unter Nebenbedingungen. Es ist ein zweites Beispiel, ein Beispiel, was nicht so ganz einfach ist. Wir betrachten Folgendes. Beispiel 2. F von x und y, also z gleich f von x und y gleich e hoch minus x Quadrat plus y Quadrat. Also die übliche Glockenkurve, die zweidimensionale Glockenkurve. Und als Nebenbedingung betrachten wir phi von x und y ist gleich x minus 1/2 ins Quadrat plus y Quadrat minus 1/4 gleich 0. Wenn man es ein bisschen umschreibt, sieht man auch, was das ist. Das ist ein Kreis, mit Radius 1/2, r gleich 1/2 und Mittelpunkt bei x gleich 1/2, das ist das hier, und y gleich 0. So ist die Bedingung, nicht? Also das heißt, wir haben jetzt die Gaußsche Glockenkurve und einen versetzten Kreis und gucken nach, wie sieht der Weg, den der Kreis, wenn man ihn nach oben projiziert, auf die Glockenkurve, wie sieht dieser Weg aus und wo hat er Hoch- und Tiefpunkte? Wir bilden also jetzt diese Lagrange Hilfsfunktion. Also die Lagrange Hilfsfunktion L von x, y und lambda. Die Hilfsfunktion ist so definiert, man nimmt das f von x, also e hoch minus x Quadrat plus y Quadrat in Klammer und dann kommt plus lambda mal der Nebenbedingung. Die Nebenbedingung heißt x minus 1/2 ins Quadrat plus y Quadrat minus 1/4 und dann Klammer zu. So, das ist lambda mit der Nebenbedingung. Nicht? Und jetzt wissen wir eben, lambda ist dieser ominöse Lagrange-Faktor, lambda ist also eine Zahl aus R und x und y sind natürlich auch jeweils aus R. Gesucht sind Lösungen von folgenden Gleichungen. Ableitung von L nach x, die Ableitung von L nach y, die Ableitung von L nach lambda. Und die Gleichung, die dann entsteht, heißt die Bedingung, die man dann einsetzen will oder benutzen will, heißt das muss gleich 0 sein, das muss gleich 0 sein und das soll gleich 0 sein. Nicht? Das heißt, die partiellen Ableitungen, also die Tangente in x-Richtung hat die Steigung 0, die Tangente in y-Richtung hat die Steigung 0 und wenn man jetzt das als Funktion von drei Variablen ansieht, ist auch die Steigung in Lambda-Richtung gleich 0. Und jetzt rechnen wir diese partiellen Ableitungen mal aus. Die partielle Ableitung nach x ist das Ding hier ist e hoch minus x Quadrat plus y Quadrat und dann nachdifferenziert, das gibt einen Faktor minus 2x mal e hoch minus x Quadrat plus y Quadrat. Und jetzt kommt das Ding nach x abgeleitet. Das heißt, es bleibt natürlich stehen der Faktor Lambda und dann ist das hier alles konstant und hier entsteht nur noch Lambda mal der Ableitung des Quadrats, es gibt einen Faktor 2. Und wenn man die innere Ableitung hier dazu packt, dann bleibt einfach eine 1 stehen. Das ist die Ableitung nach x, die partielle Ableitung nach x. Und die Bedingung lautet, dass das eine gleich 0 sein soll, sprich diese Tangente in diese Richtung hat eine waagrechte Steigung. Und hier ist es entsprechend, wenn man jetzt noch y ableitet, gibt es minus 2y mal e hoch minus x Quadrat plus y Quadrat. Und wenn man das noch y ableitet, bleibt nur das hier stehen, plus 2 Lambda mal y. Und das soll gleich 0 sein. Und die dritte Gleichung ist nichts anderes als die Nebenbedingung. Die heißt x minus 1/2 ins Quadrat plus y Quadrat minus 1/4 gleich 0. Jetzt haben wir ein Gleichungssystem und Sie sehen, ohne dass man groß genau analysiert, erstmal,
Es ist eine hochgradig nichtlineare Gleichung. Nicht? Denn hier kommt das x² in der Exponentialfunktion vor. Also das ist in keinesfall linear in x und auch keinesfall linear in y. Nur Lambda ist ein linearer Faktor. Ansonsten haben Sie eben ein Gleichungssystem. Das ist ein nichtlineares Gleichungssystem. Gleichungssystem mit drei Gleichungen. Und drei Unbekannten. Die heißen x, y und lambda. So, und jetzt ist die Frage, was gibt es für Lösungen für dieses System? Der erste Schritt, den wir machen, ist, wir schauen uns die Gleichung 2 an. Die Gleichung 2 heißt 2 mal y mal diesem Faktor e minus x y plus 2 lambda y. Man kann also aus der Gleichung 2 kann man ausklammern 2y, also daraus folgt 2y ausgeklammert, dann bleibt hier stehen lambda und hier steht, ich verdrehe das mal, e hoch minus x² plus y². So, Klammer zu. Und das ist gleich 0. Und jetzt, wenn man sich diese Gleichung anguckt, dann sehen Sie, das ist ein Produkt. Das heißt, das gibt zwei Möglichkeiten, dass es gleich 0 ist. Entweder das ist gleich 0 oder das ist gleich 0. Das heißt, es gibt jetzt zwei Fälle, die man unterscheiden soll. Zwei Fälle. Der erste Fall heißt, wenn die Klammer hier gleich 0 ist, das bedeutet, dass Lambda gleich e hoch minus x² plus y² ist. Und der zweite Fall lautet y gleich 0. So. Und jetzt versuchen wir mal zu eruieren, was rauskommt, wenn man den ersten Fall anguckt. Nicht? Also wir haben aus der Gleichung 2 raus, dass Lambda gleich e hoch minus x² y² ist. Wenn ich das einsetze jetzt in die erste Gleichung, in 1 einsetzen, dann passiert Folgendes. Dann steht da minus 2x. Ich ziehe mal diesen Faktor raus, der taucht ja hier nochmal auf, weil Lambda gleich e hoch minus x² plus y² ist. Dann haben wir also minus 2x plus 2 mal x minus 1 halb. Und das wird dann multipliziert mit e hoch minus x² plus y². Und das ist einfach die Gleichung 1 mit Lambda eingesetzt und diesen Faktor ausgeklammert. Und das heißt, das soll auch gleich 0 sein. Schauen wir uns das mal an. Es ist klar, dass das hier in keinem Fall 0 sein kann. Das ist immer ungleich 0, denn es ist eine E-Funktion. Diese E-Funktionen sind immer oberhalb der X-Achse und das heißt, die haben überhaupt keine Nullstellen, niemals. Also wenn das gleich 0 sein soll, dann müsste das hier gleich 0 sein. Und jetzt gucken wir hier mal rein. Hier steht 2x minus 2x. Wenn Sie ausmultiplizieren, steht hier plus 2x und dann kommt minus 1. Minus 1 ist gleich 0. Das heißt, das führt zu einem Widerspruch. Das führt zu einem Widerspruch. Es käme nämlich raus, minus 1 gleich 0. Das ist falsch. Und das bedeutet, dass, was wir aus der Gleichung 2 herausbekommen haben, wenn ich den ersten Fall betrachte, dann widerspricht er in jedem Fall der Gleichung 1. Das heißt, dieser Fall fällt aus. Nicht? Der kommt nicht vor. Den kann man nicht benutzen für die Lösungen. Hier sieht man die Problematik mit diesen nichtlinearen Gleichungssystemen, dass man eben so ein bisschen sozusagen rumprobieren muss und dann wieder ein Stück zurück und dann unter Umständen Sachen rauskriegt, die nicht brauchbar sind. Und dann muss man wieder zurückgehen und gucken, ob es einen anderen Weg gibt. Und der andere Weg ist dann dieser Fall hier. Nicht? Und wenn jetzt der y gleich 0 ist, dann setzen wir das mal ein. Wir setzen das mal ein in die Gleichung 3.
Wenn wir das einsetzen in die Gleichung 3, dann haben wir hier stehen x minus 1/2 ins Quadrat. Hier steht eine 0 und ich bringe das 1/4 auf die andere Seite, dann steht hier 1/4, ist gleich 1/4. Ja. Und wenn ich jetzt, ich suche ja das x, daraus die Wurzel ziehe, dann kommt raus, x minus 1/2 ist gleich plus minus Wurzel aus 1/4, also plus minus 1/2. Ich muss beide Vorzeichen berücksichtigen. Und dann gibt es zwei x-Werte.